Ja, recht herzlich willkommen zur 118. Folge vom Kerbal Space Programm. Wir sind hier wieder drinnen und versuchen zu landen. Gucken uns das ganze Werk mal an. Ich habe jetzt gerade das Programm gestartet zur Aufnahme und dann ist natürlich mein Triebwerk angegangen. Das war jetzt nicht so dolle. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Also wir müssen auch noch was korrigieren, weil wir müssen noch weiter nach rechts. Dafür müssen wir mal gerade hier, das haben wir schon drinnen. Mal nach da steuern. So. Dann kurz einmal korrigieren. Dass wir da auch drüber wegkommen. So. Sollte jetzt so sein. Jetzt müssen wir mal gucken. Okay, das ist noch dahinter. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier irgendwo brennen und da runterkommen, ne? Aber wo? Gute Frage, ne? Ich sag mal, na, da können wir auf jeden Fall warpen. Und hier müssen wir eigentlich brennen, dass wir dann runterkommen. Ja, reicht das, wenn wir hier brennen, oder? Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich fliege nochmal bis dahin und dann werde ich gegensteuern. Oder? Sieht eigentlich gut aus. Nur gucken, dass es passt, ne? Sind ja schon fast drüber, ne? Und der blaue Kreis, der senkt sich da recht schön. Jetzt ist noch ein Kreis. Wir sehen noch nicht, wo er durch den Mund geht. Gut. Kommt näher, ist gut. So, irgendwann müssen wir auch noch mal gucken. Wir haben ja noch die Zusatztanks, die müssen auch noch weg. Sieht jetzt gerade nicht so schlecht aus, ne? Machen wir gerade erstmal einen Blick auf die Zusatztanks, ob die schon leer sind. Nicht ganz. Beide nicht sind synchron. Das bedeutet, wir sind noch ausgerichtet. Naja, machen wir gerade noch weiter. Gut. Jetzt müssten sie eigentlich leer sein, oder? Nee, noch nicht mal. Ich hätte nicht mitgerechnet, dass das so lange dauert, bis die leer sind. Gut, dann geht das noch ein bisschen weiter. So, jetzt müssen wir noch genauer gucken, wo wir da sind. Ja, wir sind jetzt aber auf einer Top-Stelle, ne? Würde ich schon sagen, ne? Kommen wir da noch ran? Ja, nicht ganz viel. Wir kommen eigentlich jetzt da runter, wo wir runterkommen müssten, ne? Aber die Tanks sind noch da. Ah, sind sogar leer. Wunderbar. Dann würde ich sagen, den weg. Wie kriege ich den jetzt weg? Den auch weg. So, nochmal gucken. Landeplatz sieht gut aus, ne? Wie viel 110 sind wir da unterwegs? Gut. Ja. Wo sind hier die? Da sind sie. Ja, es ist nicht schlecht. Ich würde jetzt sagen, wir machen das mal so, oder? Was haben wir? 146 Geschwindigkeit, 5000 Meter ist noch drin. Wir werden mal langsamer, würde ich sagen. Fliegt irgendwas gerade vorbei? Ach, das war wahrscheinlich einer unserer Tanks, den wir da sehen, ne? Genau, das sind unsere Tanks, die gerade schneller abstürzen wie wir. Ja, obwohl das geht, ne? Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Die beiden sind schon mal Schrott. Wir haben noch 2000 Meter zu runterkommen. Müssen wir gerade wieder ein bisschen bremsen, denke ich.
Ja, 1,7 Kilometer weniger Wind ist auch gut. Ich will hoffen, dass da rechts der Körbchen drin ist, dass wir nicht so einen weiten Weg haben, ne? 1000 Meter noch fallen. Meter. So, jetzt müssen wir langsam drüber nachdenken, dass wir eine vorsichtige Landung hinlegen. 500 Meter noch. 300 Meter. Bisschen weniger. 100 Meter noch. 75 Meter. Ah, so ist noch nicht schlecht, ne? 30 Meter, jetzt müsste langsam hier auch Staub aufwirbeln oder so, ne? Die trudelt, ich weiß nicht warum. Okay, macht einen ganz guten Eindruck jetzt gerade. Wackelt ein bisschen viel. Das RCS, das können wir mal ausmachen, oder? Bleibt die so stehen? Ich will's hoffen, ey. Das wäre ja ideal gelandet, ne? Wie viel haben wir hier? 800 Meter, 1,7 Kilometer. Und? Bleibt die ruhig? Bisschen wackelt sie, ne? Ich glaube, das bleibt aber ruhig. So, das heißt, jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwo den Körben finden, ne? Kann man das anklicken? Ah, ist so schlecht. So, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt ins, sag schon, Space Center, beziehungsweise in die Tracking Station und gucken, dass wir den kleinen Mann im Mond finden, ne? So, das ist jetzt unser neuestes Fahrzeug, glaube ich. Ich glaube, wir sind zu dem gelaufen, ne? Kann das sein? Gucken wir mal rein, dann sehen wir hier unten sofort, ob er da ist oder nicht. Nee, leider nicht. Das ist jetzt der, wo der Motor dahinter liegt, okay. Tracking Station. Das ist dann der. Gute Frage, ne? Das ist jetzt, glaube ich, die Rakete, ne? Oder? Also, wo wir gerade mit gelandet sind. Nee, ist es nicht. Aber ist nicht. Das ist jetzt aber nicht umgefallen, ne? Nein, das ist nicht umgefallen, ne? Ist das der? Das ist die mit dem Antrieb. Also jetzt finde ich den kleinen Mann nicht und vor allem auch unsere Rakete gerade nicht. Kann man das umbenennen? Die steht auf jeden Fall noch, das ist schon mal wichtig. Vessel. So, dann mache ich ein B für Back hinter, dann weiß ich, welches ist. Accept. Dann wieder raus aus dem Ding. Und in die Tracking Station. Und jetzt muss ich endlich den kleinen Mann finden, ne? Das ist das. Das ist der. Gucken. Wenn hier das Fenster krisselt, dann ist er da. Genau, da ist er. Wunderbar. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir ihn da rauskriegen. Was können wir noch machen hier? Transfer Crew, ne, Control from here, Rename Vessel, Toggle Talk, Light On, Crew Report. Es gibt einen, brauchen wir also nicht. Review Report. Review Report, Review, Data 6. Ich glaube, dann ist das erstmal egal, ne? Dann
Eva. So, da ist er, ne? Space. Soll er loslassen. Und jetzt müssen wir gucken, dass er da runterkommt. Aber wir müssen noch die Daten mitnehmen, ne? Take Data. Das ist schon mal cool. Und Crew Report. Weiß nicht, ob er den jetzt noch gemacht hat, aber wir haben auf jeden Fall die Sachen mit. 7 auf jeden Fall. Collect Data. Removing the experiment data will render this module inoperable. Ich glaube, das kann ich nochmal mitnehmen. Spielt ja keine Rolle, oder? Lock Temperature. Take Data. Und dann haben wir noch das Barometer. Das ist da auch noch irgendwo. Und Take Data. Der rutscht jetzt gerade locker da runter, ne? So ganz langsam an den Hosenträgern gezogen. Gut, das haben wir. Crew Report. Ja. Ich glaube, das war's. Jetzt müssen wir nur zu der anderen Rakete finden. Ich weiß noch nicht, wo sie steht jetzt. Das müssen wir erst rausfinden. Das ist eine, das ist eine. Und da hinten sind noch welche. Und ich glaube, das ist sie. Da steht das B hinter. Also alles klar. Jetzt müssen wir dahin marschieren. 5 Kilometer da lang. Ja. Nee, ich wollte die Karte ein bisschen drehen, so dass der oben in der Mitte ist. Und jetzt geht's los auf die Reise. So, dann würde ich sagen, fliegen wir das Ding dahin. Den kleinen Mann und müssen aufpassen, dass nichts passiert, ne? So, ich glaube, das geht hier hoch, ne? Kann das sein? Tausend Meter haben wir gleich. So, 700 Meter. Bisschen abbremsen. 500 Meter. So, sieht aus, als ob wir verstehen. So, langsam runterkommen wieder. Sieht gut aus, oder? Kein Schatten zu sehen von dem kleinen Mann. Doch, da ist er. Gut, den Rest gehen wir zu Fuß. Ich kann jetzt keine Entfernungszahl mehr sehen, aber da steht auf jeden Fall die Rakete, die wir brauchen, ne? So. Ja. Ja, klappt gut, ne? Millimeter sind da oben angezeigt, die er über dem Boden seine Füße hebt, oder wie sehe ich das? Interessant. So, da ist die Rakete. Muss man nicht zu doll aufstampfen, sonst gibt die nachher um, ne? Aber sieht gut aus. Alle sind trockenen Tüchern bis dahin. Ah, die wackelt schon verdächtig, ne? Naja. Wichtig ist, dass wir da einsteigen schaffen und wegfliegen. Daten haben wir mitgenommen.
Und da müssen wir gucken, dass wir das alles hinkriegen, so wie wir uns das vorstellen, ne? Ja, gut. Am Ziel sind wir. Das ist schon mal gut. Und ich denke mal, die Folge ist jetzt gerade so lang, dass ich sagen würde, das Weitere machen wir in der nächsten Folge. Wir müssen auch noch die Flagge machen. Das machen wir auch in der nächsten Folge. Dann würde ich erstmal sagen, hier speichern wir ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.